Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen im Namen der Gremien des Zweckverbandes Green Trails, im Namen des Projektteams, des Projektbüros, der bauausführenden Firmenunternehmer, aber auch im Namen der politischen Gremien, des Landkreises und der Partnerkommunen, die ja zahlreich sich jetzt diesem Projekt verschrieben haben. Heute ein ganz besonderer Moment, bei dem ich mir sehr sicher bin, dass er uns in Erinnerung bleiben wird. Ein Spatenstich zu dem größten Projekt dieser Art in Europa. Wenn ich nochmal an die Anfangszeit ein Stück weit zurückdenke, als der Impuls noch vom Bürgermeister aus Willingen kam mit der Idee, können wir das nicht für den Landkreis mal so entwickeln, und dann hat es einige Zeit gedauert, uns zu sortieren, aber es hat viele gegeben, die gesagt haben, es ist ein tolles Projekt und die ihre Unterstützung dort auch massiv eingebracht haben. Deshalb wird die vorangestellt erstmal herzlich Danke sagen. Wir sprechen ja von einem großen Projekt, auch mit einem entsprechenden Investitionsvolumen. Der herzliche Dank geht an die ganz hervorragende Unterstützung durch das Land Hessen. Das geht nur mit einem wirklich sehr guten Betreuungsverhältnis und die Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel. Das ist eine eigene Disziplin, Kompliment an das Projektteam, dass es immer wieder gelingt, dort das Regime der Fördermittel und der Förderkulissen immer synchron zu halten mit diesem Projekt. Das ist eine eigene Welt für sich selbst betrachtet. Und das beschreibt aber auch diesen Handlungsrahmen, der es ja nötig macht, dass wirklich ein Schritt zwingend auf den anderen folgen mag. Und deshalb ist auch heute dieser Spatenstich in der Chronologie exakt pünktlich, so wie wir uns das vorgenommen haben. Und die nächsten Schritte kommen genauso pünktlich, weil sie kommen müssen. Und dieser Zwang ist wirklich vielleicht auch sehr hilfreich dabei, das zu entwickeln. Wir lernen bei dem Projekt nicht nur die Förderkulisse zu administrieren, wir entwickeln neue Genehmigungsverfahren, das Projektmanagement ist neu, es ist alles neu. Und wir sind auch hohem Maße darauf angewiesen, dass die Partnerkommunen uns da sehr gut unterstützen. Deshalb auch der herzliche Dank an den Bürgermeister Klaus Friedrich. Das ist nicht nur die Blaupause hier am Eisenberg für das Gesamtprojekt, sondern auch in der Art und Weise, wie wir partnerschaftlich das Projekt befördern. Nur weil die Stadtverwaltung so viel Gas gegeben hat, haben wir das auch so pünktlich hinbekommen. Und das sehen wir aber auch bei den anderen Kommunen, dass die Unterstützung da sehr toll und sehr stark ist. Ja, das Projekt beginnt im Winter, weil wir im Winter bauen müssen. Wir müssen ja den naturschutzfachlichen Belangen Rechnung tragen. Es wird dann eine Baupause geben und wir hoffen, dass wir dann im Herbst soweit sind, dass wir das dann einweihen können. Das sind die ersten 9 Kilometer von geplanten 200 Kilometern. Und damit ihr ein Gefühl für Dimensionen bekommt, hier werden jetzt in 3 Teilstrecken rund 850.000 Euro verbaut. Das Gesamtbudget, nochmal in Erinnerung rufen, das ist fast 20 Millionen Euro, das für die Umsetzung des Green Trail Projektes dort projektiert ist. Und deshalb freuen wir uns, dass es heute jetzt dann auch losgeht mit dem Spatenstich der besonderen Art. Sie haben jetzt mal so einen Eindruck gewonnen. Wir haben immer auch erklärt, dass es ja darum geht, den Naturraum nicht nur zu erhalten, sondern einzubetten in das Projekt. Deshalb werden die Wegparzellen auch hineinmodelliert. Es ist also keine Schneise, die geschlagen wird, sondern tatsächlich eine Wegeführung, die die Topografie aufnimmt und das mit viel handwerklichem Geschick dann auch so in den Raum auch entsprechend legt. Und Sie können ja, wenn Sie das schon mal so optisch ein bisschen nachvollziehen können, das ist die eine Variante, die Variante, die dann am Hang führend das Angebot für die Fahrradfahrer, dann Mountainbiker dann darstellt, sich dann am Berg auch zu bewegen. Und es ist ein Single Trail, es ist eine Einbahnstraße. Auch das gehört zur Konzeption mit dazu. Das beschreibt die schmale Breite, aber eben auch das Konzept, um den Parcours dann auch nutzen zu können und nutzen zu wollen. Ja, das alles hat eine große Dimension auch aus touristischer Sicht. Das Projekt machen wir ja nicht nur, weil wir Spaß am Mountainbiken haben, sondern wir wollen natürlich die Tourismusregion Nummer 1 in Hessen weiter nach vorne bringen. Deshalb kann vielleicht Karl Friedrich Frese als Dezernent für Tourismus das noch mal kurz einordnen, und dann darf ich unseren Partner Klaus Friedrich bitten, aus seiner Sicht noch mal eine Bewertung aus Sicht der Stadt vorzunehmen, und natürlich die Zweckverbandsgremien. Ralf Guthal würde ich auch gerne noch mit einbinden. Ist ein spannendes Kooperationsprojekt, ich glaube, das kann man so sagen, aber toi toi toi, es geht voran. Es ist schon erstaunlich, dass wir heute diesen Termin haben. 2017 kam die Idee, der Landrat hat es angesprochen, in Willingen geboren, mit dem damaligen Landrat und mit mir erörtert, wir machen einen Grenztrail. Damals noch die Idee, an den Grenzen des Landkreises entlang den einmal zu umrunden und dann ein Angebot, ein touristisches Angebot zu machen für das Radfahren. Es ist da etwas anderes gekommen.
Wir haben intensiv gearbeitet. Ich habe selten eine so gute und harmonische Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene, dann auch mit dem Land als Fördergeber und vielen, vielen Netzwerkern gesehen, das uns bis zum heutigen Tag gebracht hat, wo wir dann tatsächlich auch beginnen können. Eines der Aspekte, das passt ganz genau auch in den heutigen Tag, das war das Thema Tourismus. Gerade unsere Freunde in Willingen machen sich intensiv Gedanken in Zeiten des Klimawandels auch einen anderen Aspekt, andere Möglichkeiten und andere Angebote im Tourismus darzustellen. Und das Thema Radfahren und Biken hatte auch vor 5 Jahren schon eine hohe Bedeutung im Landkreis Waldeck-Frankenberg, und diese Bedeutung ist ja in der gesamten bundesdeutschen Gesellschaft auch gewachsen. Und von daher war es gut, diese Idee, die erste Idee weiter zu verfolgen, zu konkretisieren, Planungen zu machen, sodass wir jetzt in Waldeck-Frankenberg ein, glaube ich, europaweit einmaliges Projekt angestoßen haben, das vielen Menschen die Chance gibt auf neue Möglichkeiten der Erholung und des Tourismus, und das mitten in Deutschland, nämlich in Waldeck-Frankenberg. Insofern versprechen wir uns für die gesamte Region ausgehend von dieser ersten Teilstrecke eine positive Entwicklung für unseren Tourismus. Aber ich will es, wenn es gestattet ist, auch einen zweiten Bereich ansprechen. Wir haben gestern Nachmittag zusammengesessen und haben die weiteren Schritte bei der Neuordnung unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft erörtert. Und das Thema Gewinnung und Bindung von Fachkräften hat die allerhöchste Bedeutung in diesen Zeiten, gerade auch für den ländlichen Raum. Und wenn wir Menschen gewinnen werden für unseren ländlichen Raum, die eigenen Zahl an jungen Menschen reicht kaum aus, um die vielfältigen Anforderungen der heimischen Wirtschaft hinsichtlich von Arbeitskräften zu erfüllen. Da müssen wir ein attraktiver Raum werden, und dazu gehört auch ein Freizeitangebot, und dieser Green Trail, die erste Strecke hier in Korbach und die anderen 13 oder 14, die noch folgen werden, das ist eine wunderbare Basis für die Entwicklung des Landkreises Waldeck-Frankenberg insgesamt. Deshalb auch von mir Dank an alle, die den Weg bis heute begleitet haben. Bleiben Sie weiter an unserer Seite, es gibt noch ganz viel zu tun, Jürgen Kandorst hat das gesagt, aber mindestens am heutigen Tag bin ich sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Herzlichen Dank. Natürlich, ein wichtiges Teamplay ist alles schon gesagt worden, und Karl Friedrich Frese hat eben gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass es halt eben nicht nur ein Angebot für Touristen ist, sondern insbesondere auch für die einheimische Bevölkerung, für die Jugendlichen, für Erwachsene, für Junggebliebene, für einfach die Leute, die sich in der Natur bewegen wollen. Und gerade die letzten 2 Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass man sagt, okay, wir nutzen die Angebote vor Ort, nicht nur um die heimische Wirtschaft zu stärken, sondern einfach zu sagen, okay, Deutschland ist auch ein schönes Urlaubsland und hier kann ich mich erholen. Ich muss nicht in die Welt reisen, um weiß ich was zu erleben. Und da setzt Waldeck-Frankenberg mit dem Green Trail auf alle Fälle eine Duftmarke in Europa, die seinesgleichen sucht. Und da bin ich besonders stolz drauf, Zwecksverbandsvorsitzender zu sein. Und ich hoffe auch, und da kann ich mich den Worten nur anschließen, dass die Kooperation um das Team Matthias Schäfer mit dem Landkreis, mit den Bürgermeistern weiterhin so läuft. Und ich setze noch einen drauf. Ich bin der Überzeugung, wenn erstmal die Strecke zum größten Teil gebaut ist, dann werden wir die anderen Gemeinden auch überzeugen, dass die auch mitmachen. Von da weitermachen. Ja, Gesundheit, Zuversicht und Heiterkeit im Herzen und auch für Sie und Ihre Institution, die Sie hier vertreten. Worauf ich nochmal besonderen Wert lege, die eigentlichen Aufgaben beginnen für die Gemeinden jetzt. Du hast es sehr gut gesagt, wir beginnen hier in Korbach, das ist für uns eine besondere Herausforderung, denn die Wertschöpfungsketten innerhalb der jeweiligen Kommune, dafür sind wir jetzt verantwortlich. Das heißt, wie können wir tatsächlich unsere Gäste dann auch in die Innenstädte holen, wie können wir unsere Wirtschaft vor Ort beleben, Gastronomie, Einzelhandel, wie schaffen wir die Verbindungsstrecken zwischen den jeweiligen Green Trails. Das ist ganz wichtig und auch eine interessante Herausforderung, der wir uns jetzt natürlich im Projektteam gemeinsam stellen müssen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den Kollegen vom Landkreis bedanken. Das ist ein Projekt dieser Größenordnung in der Kürze der Zeit, natürlich mit sehr viel Männ- und Frauenpower und sehr, sehr intensiv durchzuziehen, das ist schon etwas Besonderes. Das schaffen wir auch nur, glaube ich, hier in Waldeck. Sagen wir, zu denen ich nicht gehöre, todesmutig die Pisten runterschreuen, sondern hier geht es darum, dass wir tatsächlich auch einen grünen Tourismus letztendlich damit fördern. Wir arbeiten, ich die Kameras hier, wenn die Bäume sind nicht schon das Grenzlay, die Grenzlay jetzt abgehackt worden, das Totholz, das Domanium hat sich hier schon einmal ausgetobt, damit das auch eine Sicherheitsfaktor hat. Also alles, was denke ich, gut ist, ist die Person. Deswegen denke ich, mache ich mich mal bemerkbar. Ein absolutes, wunderschönes Projekt. Hut ab vom Organisationsteam insgesamt. Komplett Hut ab.
eine tolle Idee. Für uns war als allererstes wichtig, wo alle von immer reden, nämlich mit dem interkommunalen Zusammenarbeiten. Und das findet gerade hier statt. Eine interkommunale Zusammenarbeit, wie man die sich wünscht. Und Waldeck-Frankenberg ist ja nur der flächengrößte Kreis. Und dann ist das schon eine Aufgabe auch. Und wir von Battenberg sagen nochmal danke, dass wir auch mitmachen dürfen und auch wollen bei diesem tollen Projekt. Danke. Nochmal, Ralf. Ja, du. Was ist jetzt? Ich habe noch was in die Hand genommen. Ich kann natürlich auch noch